Moin, ihr Abenteuergierigen und die, die so werden wollen, das müsst ihr euch auch unbedingt ansehen. Dranbleiben, hinsetzen, Cola, Chips. Ja, für ein Firmenschild haben wir keine Kohle mehr. So, was passiert hier? Wir kriegen ein neues Fenster jetzt rein. Ich bin noch ein bisschen am Basteln. Wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Und zwar, da haben die Jungs erstmal ihre Maschine reingesteckt. Das ist das Schweißgerät von den Jungs. Hier war eben schon ein bisschen lose, habe ich mit der Zange ein bisschen rangetüdelt. Hier ein bisschen Erdekabel, geht dann so hier hin. Da steht er vorbildlich mit Schweißmaske und alles. Jetzt hat er Nägel in die Wand gehauen und ja, brät das jetzt ein bisschen in einem Rahmen fest, dann kann man das Ding da halt nicht mehr rausziehen, ne? Ist ja klar, die hat er da so schräge reingebohrt, die Nägel in die Wand. So, er pinselt noch ein bisschen hier, das ist nur Grundierung, habe ich jetzt gerade erfahren, macht aber nichts. Er wollte mir grüne Scheiben reinmachen, ich habe gedacht, nee, komm, brauchst du nicht. Weil das nimmt uns ja noch ein bisschen weniger Licht, ein bisschen Licht weg. Ich werde es ja immer so machen, ich werde mir dann so ein Tarpaulin bestellen, da kommt ja so ein Aufdruck drauf von so irgendwie Strand und Palmen, nacktes Mädel oder irgendwas, und das hänge ich da draußen dann so hin, okay, an dieser Hauswand hier. Und wenn ich dann hier aus dem Fenster gucke, ja, dann sehe ich den Strand und die Palme. Habe ich mir so überlegt. Egal, ob das Fenster offen ist oder zu. Ja, er malt da schon mal ein bisschen noch und er brät da noch so ein bisschen. Da brennt es schon jetzt, sehr schön. Ich freue mich über das neue Fenster, 80 Euro das Ganze. Das Fenster 80 Euro und der Labor letztens hat ja insgesamt ja, 700 Pesos gekostet. Also 500 der Mann, der das alte Fenster rausgerissen hatte, dieses Ding hier. Und ja, dann kann man das halt so aufmachen, dann sind immer noch so zwei Gitterstäbchen, also kann man da auch nicht reinkrabbeln. Und ja, das ist ganz schick, ne? Das war vollständig. Ja, hier können wir sowieso nochmal streichen, weil als er die Wand da gehauen hat, um das Fenster rauszukriegen, da ist dieses ganze Ding, da ist jetzt so ein Riss entstanden. Da kann ich alles noch abschmirgeln und dingsen. Ja, ich mache schon mal ein bisschen Strom jetzt hier noch, aber das ist ja noch ganz schönes Getüdel, vor allem diesen Schlauch. Das Kabel in den Schlauch reinzufiedeln, ist ja ein Ding, ne? Auf 6 Meter Länge. Ja. Ja, was wäre? Don't you say hi. Hi. Die hat hier alles gestrichen, ja. Die hat hier alles, die Wand schon hier gestrichen. Jetzt könnte jemand sagen, ja, auch schon, ja, müssen wir jetzt überall dann noch da schön machen und hier und da. Ja, müssen wir. Hat nämlich auch manchmal Gründe. Da hinten, wenn da jetzt nicht gestrichen ist, da stehen ja später diese Klappstühle drin, da hinten links in der Ecke. Da steht mein Ofen später und ein Tisch mit zwei Fritteusen, okay? Und dann hängen da bestimmt noch überall ein paar Pfannen an der Wand und hier und da. Und dann willst du irgendwann anfangen, die Küchengeräte dort rauszustellen, die ganzen Sachen von der Wand wieder abzumontieren, um da dann zu streichen, oder was? Dein Ernst? Nee, würdest du auch nicht machen, ne? So, deswegen jetzt, auch wenn ich den Zwanni extra jetzt für den Scheiß, um da hinten zu streichen, das ist ja auch wieder ein Zwanni quasi, eigentlich nicht gerade über habe. Da kommt mein Geldtransporter. Geil, oder? Das ist mein Lieblingsauto irgendwie. Ich finde den so cool. Aber ist doch gar nicht so geräumig. Also da sind andere Autos dann doch schon besser. So. Mehr gibt es auch gar nicht jetzt zu erzählen. Ich wollte euch nur mein tolles Window zeigen. Da bin ich sehr glücklich. Und ja, in diesem Sinne reingehauen. Und wieder. Oder wieder nicht. Vorbeigeschaut. Ich habe ihm gesagt, er soll mal so machen. Von wegen, ey, Dingsbums. Wollte er jetzt aber nicht. Gute Nachrichten, die Fritteusen sind eben gekommen. Meine Frau hat gesagt, nee, das bezahle ich nicht. Die war ganz sauer. Musste die Fahrerin mich zweimal anrufen. Dann hat die Fahrerin mich auch noch verarscht. Ist auch so eine ganz süße Maus.
Ja, aber da hat meine Frau das doch dann über GCash bezahlt. Da hatte sie wohl noch Geld. Vielleicht bringt sie mich heute Abend auch um. Man weiß es nicht. Wir werden es gewahr werden. Bis dann.